Wir schauen uns jetzt einmal ein Manuskript von mir an, ich nenne es einfach mal die Holoarithmetik 2. Das ist ein Rohmanuskript, kann man jetzt einmal ein bisschen drüber gehen, da habe ich ja etliche Stellen reingestellt. Dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. Das müsste, glaube ich, soweit ich mich erinnere, müsste das schon kurz einmal angesprochen worden sein in einem der vorhergehenden Selbstgespräche, wo ich darauf eingegangen bin. Ja. Ich starte jetzt einmal bei der Stelle ein. Und zwar ist es, dass es hier, der Komplex ist sehr, sehr tief. Das heißt, tief ist, dass in dieser gezippten Struktur der Dora, habe ich also Folgendes gemacht, dass auch die ganzen Wortstellen und die Zeichen, an welcher Stelle die sich in der Dora befinden. Und du kannst das einteilen. Und zwar, welches Zeichen ist es innerhalb eines Verses? Das wäre jetzt zum Beispiel innerhalb von dem Vers, wäre das das erste Zeichen, das ist das zweite Zeichen. Das ist das dritte Zeichen und das wäre das erste Wort. Ich kann aber auch sagen, das wievielte Wort ist es innerhalb des Kapitels oder innerhalb des Buches, in dem wir uns befinden. Oder innerhalb der gesamten Dora. Hier zum Beispiel wird jetzt angezeigt, dass diese Stelle, die Zeichennummer bezieht sich auf das Wort Nummer 477. Das ist das 477. Wort. Jetzt wohlgemerkt, in der ganzen Dora ist das erste Mal, dass das Wort Jahwe erwähnt wird. Das passiert in Genesis 2,4. Und dieses erste Jahwe beginnt mit den 1849. Zeichen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ja. Wenn man das jetzt so liest, kriegt man das nicht mit. Ich habe jetzt das schon so seltsam geschrieben, weil 18, wissen wir ja, heißt ja ich. Und die 49 kann ich lesen, Gestalt gewordene Spiegelung. Mhm. Okay, dass das natürlich nur rein zufällig jetzt 43 mal 43 ist und UB ist 43 plus 43, die 86. Und 4,3 hast ja Duck heißt Fisch und gespiegelt 3,4 Gott heißt Jupiter. Jupiter. Mhm. Das ist ja dieses Fischzeichen, das XD-Zeichen ist JUB. Mhm. Und jetzt schauen wir uns dieses 477 Zeichen nochmal an. Das kann man hier, wenn man das mit dem Dennach-Programm, kann man das genau lesen. Das ist praktisch der 1849. Buchstabe. Das ist das J. Ja. Vom 477. Wort ist das der erste Buchstabe. Und das, was jetzt hinten dran hing, das HWH, das ist die Gestalt gewordene Spiegelung. HWH. Mhm. Wenn man jetzt meint, das ist Zufall, das ist übrigens, das kommt das erste Mal von 1526 Mal, wo Jahwe in den Tora vorkommt. 15 heißt Ja und 26 ist JHWH. Ja. Das heißt, in der Tora kommt das Wort Jahwe 1526 Mal vor und das ist das erste von 1526 Mal Jahwe, das 477. Und die 1000 ist auch wieder 15, ist ja die Kurzform von Ja und 26 ist Jahwe. Mhm. Jetzt kannst du wieder sagen, das ist aber ein schöner Zufall, dass das passt. Es gibt keine Zufälle, das ist im Hintergrund eine extreme arithmetische Struktur. Und die schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an, da wirst du jetzt Wunder leben über Wunder. Der Zahlenwert des Wort Jahwe, 26, ist die 26. Primzahl. Okay, die 26. Primzahl ist 97, 26 plus 97 ist 123. Ist Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist und da gehe ich in der Holoarithmetik, ist das super perfekten drei Primzahlen, das habe ich ja alles angesprochen, das will ich nicht nochmal machen. Jetzt wird hier auf das Licht Licht in den Dreien eingegangen, kannst du eventuell jetzt, wenn man das Video anschaut, das Video kurz anhalten und dir das in Ruhe durchlesen. Das ist auch nicht neu, ist gar nicht, ich will mal runtergehen zu dem Ding hier. Wir wollen unser H181, das heißt praktisch ein Hexagramm, das aus 181 solche Einheiten besteht. Ist die 181. Einheit, die 181, ist genau das Zentrum. Einmal genauer anschauen. Okay? Wenn wir einen Davidstern aus 2D7 A28 Einheiten bilden, bekommen wir ein H37. Das heißt ein Hexagramm, das aus 37 Einheiten besteht. Tue ich jetzt gleich, wenn ich mal mit korrigieren.
Gut. Wir verknüpfen jetzt das Sah 181, das heißt den Davidstern mit 181 Einheiten, mit 7 solcher H37. 6 dieser H37 hängen wir an die 6 Ecken und das 7. H37 setzen wir ins Zentrum unseres Sah 181. Wir verteilen diese 7 H37 wie die Tage einer göttlichen Woche, 6 periphere Arbeitstage und ein ewiger Ruhetage im Mittelpunkt. Klingt komplizierter, wie es ist. Ich erkläre das einmal. Ein D7 heißt ein Dreieck mit einer Grundbasis von 7 Stück, besteht aus 28 Zeichen. Okay? Ja. Wenn wir jetzt zwei solche D7, wenn du das siehst, als so ein Davidstern zusammenfügen, überlagern die sich, ja, das gibt ein H37, das heißt ein Hexagramm mit 37 Einheiten. Jetzt ist wichtig, da müssen wir 9 Stück abziehen. Du wirst gleich merken, wieso. Ich habe gesagt, wir hängen 6 Stück drumherum. Das heißt, dazu stecken wir die 6 peripheren Sterne gedanklich so auf die 6 Ecken des H181, dass an jeder Spitze jeweils 9 Einheiten eines peripheren H37 mit 9 Einheiten des H181 verschmelzen, sodass wir an jeder dieser 6 Ecken keine 37 Einheiten, sondern pro Stern nur noch 37 minus 7, das heißt 28 Einheiten hinzufügen müssen. Klingt komplizierter, wie es ist, Seite 26 übrigens, ja, bis du das Bild siehst. Okay. Schau, das sind die 6 Peripheren, das ist unser H181 in Violett und da setzen wir jetzt 6 Stück an die Spitzen drauf und die überlagern sich ja jetzt wieder diese 9. Die sind doppelt, darum müssen wir hier von dem H37 9 Stück abziehen, wenn wir die Gesamtzahl ermitteln wollen. Ja. Und eins ist hier in der Mitte drin. Das ist der 7. Dach. Im Zentrum ist die 181. Das gibt jetzt übrigens insgesamt zusammengezählt 349 Einheiten und das ist das griechische Wort für Israel, so wie Israel im Neuen Testament geschrieben ist auf Griechisch. Ja, Moment, wir legen jetzt erst richtig los. Diese Zahl 349 ist der Zahlenwert des griechischen Wortes Israel. Und jetzt genau aufgepasst. Die Schneeflocke diese Schneeflocke mit 349 Einheiten passt rein zufällig, lückenlos in unser H541. Was ist das H541? Das ist ein Hexagramm, das aus 541 Einheiten besteht. Und wenn du dich erinnerst, das ist unser D28, das wir übereinander schieben. Ja, ganz dunkel. Das heißt, unseren Davidstern, den wir aus 2 D28 aufgebaut haben. Auf diese geistreiche Weise verbindet sich das griechische Wort für Israel mit dem hebräischen Wort für Israel, weil das war doch der Gesamtwert für Israel auf Hebräisch. 300, ja. Dies ist, und dieses Emrosh, das heißt zum einen vom Anfang an oder vom Kopf, vom Oberhaupt, ein Teil von Ichubins göttlichen Plan gewesen. Es war schon immer in meinem Plan gewesen. Der Geist ist E-Quadrat, das E-Quadrat-Wesen, das steht ja für Ich. J-C-H-I-C-H. Weil ich kann nichts machen, ohne dass ich zuerst so ein Ich war, wenn irgendwas in Erscheinung treten soll. Und das rote Ich wiederum braucht das blaue Ich, sonst kann es sich nichts ausdenken. Das sieht jetzt so aus, schau her. Passt lückenlos rein. Ja. Ist gierig, ne? Ja. Wenn du meinst, das war's schon, legen wir jetzt erst richtig groß. Das ist das H349, Israel-Griechisch, das Violette, mit diesen Zacken dran, im H541 für Israel-Hebräisch. Ja. Die Zahlen 349 und 541 sind beide Primzahlen. Die 349. ist die 71. Primzahl, 541 ist die 101. Primzahl. Schau dir das mal an. Ja, ich sehe. Das ist dieses Bild. Ja. Wohlgemerkt, der Davidstern aus 2D28, da kann man jetzt hier reinsetzen, wie Roshid. Ja, genau. Okay, und gespiegelt kann man es rückwärts nochmal schreiben, dann kriegst du die Abbaschwerte, wenn du das übereinander stellst. Aber da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ja. 71 plus 101 ergeben 172 und das ist bekanntlich ja 2 mal 86. Ja. Jetzt pass auf, wie du das lesen musst. Die zweifache 86. Und das bedeutet,
die zwei F-Brüder rot geschrieben, diese zwei Facetten von E-Quadrat. Gottes. Wo kommt das F jetzt her? Das verstehe ich nicht. Die zweifache. Ach so, ja, alles klar. Mhm. 2 × 86. Ja. Ich habe gerade noch gesagt, du kannst es mit Abstand spiegeln, wenn wir hier Piroschit reinschlagen. Mhm. Mhm. Ja. Und das sind die zwei F rot nicht existierenden Facettenbrüder von E Quadrat. Das Quadrat, wissen wir ja, steht ja für JCH, ICH. Mhm. Und UB kann nichts machen ohne JCH. JCH kann nichts machen ohne den, das rote Ich. Mhm. Der vom Bücherregal hat keine Information. UB, Gott, das Meer, hat keine Information. Im Meer, das ist ja der absolute Mittelpunkt, der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Da ist ja noch nichts. Das ist ein gigantisches Chat, ne? Also muss ein, richtig, und da muss ein Ich her, der steht vom Bücherregal. Da ist aber immer noch keine Information, keine Unterschiede. Mhm. Dann muss ein Buch rausselektiert werden, dann ist es ein rotes Ich, ein Geistesfunk, der aber wiederum ein blaues Ich braucht. Und das blaue Ich braucht eine Personifizierung, eine Maske. Die blauen habe ich jetzt weglassen. Ja, ja. Darum ist hier in der Einstein-Formel das E-Quadrat. Mhm. Wenn man die genau schreibt, E-Quadrat ist M-Quadrat mal C hoch 4. Das sind die vier Phasen vom Einheitskreis. Erkläre ich weiter vorne in der Schrift. Ja. Und das ist Gott. Da mache ich ja das Doppel-T, das ist B, ist E-Quadrat. Das ist dieses Bewusstsein, ist ICH und JCH. Das sind wir. Mhm. Nichts Blaues, keine ausgedachten Brösel. Die wirklich eins sind. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Ja. Das sind jetzt die beiden Nichtse. Ja. Okay? Ja. Das hebräische und das griechische Wort für Israel vereint von Ubi Alim, Gott im Meer, El Hayom. Mhm. So, und jetzt legen wir mal los. Darum habe ich das vorher nochmal angesprochen mit den Stellen. Die drei Ich, Ubi, Bin Wortstellen. Im Vers, im Kapitel und im Buch Exodus 3,14. Pi. Das ist der Vers Exodus 2. Buch Mose 3,14 ist Pi. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, JCH, der ich bin. Ja. Das ist ich bin du. Ja, ich sage das ja nicht zu einer Person, ich sage das zu dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Mhm. Ja. Und ich sage das nicht als Udo zu dir, das habe ich so oft erklärt. Wenn wir zwei kommunizieren, kann man nur kommunizieren in Form von Informationen. Das heißt, du denkst dir jetzt, das rote Ich, du denkst dir jetzt den Udo aus und den, der jetzt vorm Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Mhm. Du denkst dir beide aus. Du bist aber ein träumender Geist als ICH. Und der Udo, der jetzt in deinem Traum auftaucht, der erklärt dir das, was du bist, nämlich ich. Und da heißt es, ich bin, der ich bin. Dann sprach er. Diese zwei in den einen roten Kopf, die eins sind. So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich, und da habe ich jetzt ich UB bin, da hast auch nur ich bin, dann müsste ich schreiben UB bin, hat mich zu euch gesandt. Dieses mich habe ich jetzt violett gemacht, wenn man das sieht. Ja, sieht man schwach. Mhm. Und da merkst du, in dem Vers sind drei ich bin, die schreiben sich auf Hebräischen Ahi. Siehst du A-H-I-H? Ja. Das heißt, das ist die Übersetzung für ich bin. Mhm. Und denke wieder, A ist ja J. Und das HWH, das doppelt aufgespannte, wird jetzt das rote Ich dazwischen, mit zwei Hs, zwei Quintessenzen. Ja. Das ist JCH und ICH. Die sind eigentlich ein kleiner Gott. Mhm. Das ist das ich bin. Und die Zahlen da oben ist, das ist es. Das ist die Wortstelle im Vers. Das ist das erste Wort. Und er sprach, Amr, Wafjot Amr, das erste Wort im Vers, es ist das 227. Wort in dem Kapitel 3 und es ist das 807. Wort im ganzen Buch, im zweiten Buch Mose, im Exodus. Mhm. Die drei Wortstellen jetzt sind hier, das erste HI, das JCH, ich bin, ist das fünfte Wort. Mhm. Dann das zweite Ich bin ist das siebte, da kommt jetzt die Selektion und ja. Das Ich UB bin ist das 13. Über die 13 muss ich ja nochmal recht viel sagen. Mhm.
Okay, aber jetzt pass auf, jetzt wird es erst richtig spannend. Die Zahl 349 bezieht sich auf das Ich Bin selbst, Ja. weil die Primzahl 349 bekanntlich die 71. Primzahl und die Primzahl 71 wiederum die 21. Primzahl ist. Ja. Und das ist der Zahlenwert von dem Ich Bin. Nochmal bitte. Also das ist klar, die 71. Primzahl ist 349, aber die Primzahl 71 ist die 21. Primzahl. Ja, das habe ich. Und der Zahlenwert von diesem Wort Ich Bin Ja. ist 21. Ach so, okay, ja. Das heißt, Ich Bin. Die Summe der Zeichenfolge 21, 71, 349 ist 441. Diese Zahl 441 ist der Zahlenwert von Emmet. Da gibt es natürlich jetzt zwei Leseweise. Ich habe jetzt das Aleph rot. Wenn du die Vorsilbe des Aleph als Vorsilbe liest, ist es Imperfekt. Das heißt dann Imperfekt, ich werde sterben, ich werde tot sein. Ich werde zu einer Gestalt gewordenen Erscheinung. Könnte Ja. ich jetzt noch dazu schreiben. Weil MT heißt der Gestalt gewordene Erscheinung. Und als normales Emmet ist es die Wahrheit. Übrigens, 441 ist 21 mal 21, das heißt, ich bin mal ich bin. Ich bin der ich bin. Ja, genau. Stark, echt stark. Darum habe ich das nochmal rausgestellt, weil das mal wiederum, mal heißt ja vom Nichts. Ja. Okay? Ja, bin Auf Seite dabei. 28 ist übrigens auch die erste vollkommene Zahl. Gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Die 349 verwende ich UB im Buch Exodus, aber jetzt pass auf, was da steht. Ex Odu es gespiegelt, das Bewusstseins Udo ist XE Quadrat. Das Bewusstsein. X-Uno. Ja. Stimmt oder stimmt? Ach, Schön zu sein, ja, nicht? jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Okay, ja. Exodus gespiegelt. Gespiegelt, jetzt ja. Es rotes Es ist Bewusstsein, Udo, der immer Seiende, der das Erbgut in sich trägt, Urdal, heißt es altgermanisch, ist XE Quadrat. E Quadrat wissen wir, ist JCH, ICH. Ich behaupte doch die ganze Zeit, dass ich du bin. Ich bin. Um die Wortstellen der drei Ich Bin, da habe ich jetzt ich und UB bin, im Exodus 3,14 zu fixieren. Ich lese das einmal flüssig normal. Ich UB, also die 349 verwende ich UB im Buch Exodus, um die Wortstellen der drei Ich Bin in Exodus 3,14 zu fixieren. Ja. Aber selbst jedes Wort, wenn du genauer anschaust, 3,14 ist nämlich Pi, Ja. um die drei Wortstellen zu fixieren. Aus Pi, der Weisheit Gottes, wird eine Facette deines Intellekts. Fi. Und diese Facette des Intellekts ist Qi. Qi ist das Leben, Das das in Leben. dir erweckt wird als Zu Existenz, als einer Existieren. Existenz, ja. Es wird festgemacht, weil du musst ja die Einzelbilder festmachen, Ja, statisch. ja, ja, Wenn ja. ich dich in Bewegung setze, fixiere ich dich. Die drei Wortstellen im Buch Exodus sind 3,11, Acht, 8,11, acht, elf. 8,13 und 8,19. Das gibt zusammen 2443 und das ergibt in Faktorenzählig 7 mal 300. 349. Das sieht ja noch so aus, wenn wir das zusammensetzen. Okay. Boah. Moment. Wir haben also 7 mal 349 für die 3 Ich Bin zusammen und 3 mal 349 für das erste Ich dieser 3 Ich Bin gefunden. Die Kristallbilder, Christall, im Kind erweckt, Beelet-er, im Gotteskind erwacht oder erweckt, sollen dir Geistesfunken helfen, die geistige Korrelation zwischen diesen Zahlen zu verstehen. Ich UB habe den absoluten Urtext meiner, immer wenn das Seltsame geschrieben, das heißt, hier das Immerseiende Meer ist nicht existierend, erwacht. E Quadrat R. Das ist der rote Kopf von uns.
Das ist jetzt der Kopf von dem, der sich jetzt sich selbst als Brösel und sich an Udo Brösel und, und die anderen Brösel noch mit ausdenkt. Das heißt, ich habe den absoluten Urtext meiner Matrix Reihe, der Kopf des Schöpfergottes, Reihe, Spiegel, Quintessenz E Quadrat, das schreibt sich, die Reihe schreibt sich Tor oder Tor, sehr sorgfältig zusammengestellt und ihr den Namen Tora gegeben. Geld ist eben. Tora bedeutet eigentlich laut Wörterbücher göttliche Weisung, mosaisches Gesetz und Belehrung. Das ist praktisch eine Reihe, die du wahrnimmst. Das ist diese Zahlenkette. Ja. Dasselbe gilt übrigens auch für alle anderen von dir geistesfunk ausgedachten heiligen Schriften. Gleichgültig auch welchen Glauben sie entspringen. Jetzt heißt, ob du den Koran nimmst, ob du den Talmud nimmst. Das ist wieder unser Glaube ist, dieses Gehirnlicht, weil die Schöpfung zu einer aufgespannten Polarität, jede Schrift, die du liest, wird dir so erscheinen, wie du glaubst, dass es ist. Ich mache hier übrigens nochmal einen kleinen Sprung, weil das gerade passt. Und das entspringt aber aus E-Quadrat-Sein, aus uns. Und entspringen ist natürlich ganz interessant, weil da eigentlich nichts rausspringt. Das ist ja das Schöne mit unserer Vorsilbe End. Wenn etwas entsteht, dann beginnt es sich zu bewegen. Ich setze dich in Bewegung. Das heißt, durch das Entstehen hört er das Stehen auf. Das heißt, diese meine göttlich-arithmetischen Gesetze, ich habe jetzt extra die Sätze geschrieben, diese Sätze, die wiederum aus Worten bestehen und die Worte bestehen ja wiederum aus Buchstaben und die Buchstaben, wenn ich dir was erzähle, sind ja Zahlen. Ja. Du bist dabei? Ja, ich bin dabei. Gelten auch für alle weltlich postulierten, naturwissenschaftlichen Schriften. Weil ich immer wieder sage, jede Religion schreibt ihre Satzungen in gewisse Bücher fest. Ich rede jetzt normal raumzeitlich. Oder die Satzungen einer Religion befinden sich in Büchern. Die greifen immer auf ein Buch zurück. Das heißt, die Juden greifen auf ihren Tenach zurück. Ist ja, die Tora ist ja nur die fünf Bücher Mose, nennt man Tora. Und der Tenach ist die gesamte Hebräische, das Alte Testament. Die Christen greifen auf das Neue Testament plus das Alte Testament zurück. Die Moslems auf ihren Koran, Hindus auf die Upanishaden und diese vielen Schriften und so weiter. Und die Naturwissenschaft greift letzten Endes auf ihre Physikbücher zurück und auf ihre Chemiebücher und ihre Arithmetikbücher. Darum sind auch alle weltlich postulierten naturwissenschaftlichen Schriften funktionieren mit demselben Prinzip. Holofeeling ist ja die große Vereinung. Kurz gesagt, Holofeeling offenbart den absoluten Matrix-Quellcode für alles Ausgedachte. Die Summe der Vers-, Kapitel- und Buchwortstellen des ersten Ich Bin, ich behaupte wieder, ich bin der Erste, ergibt 5, 231, 811. Falls das noch nicht verstanden ist, fahre ich ganz kurz nochmal zurück. Das ist das erste Ich Bin, das ist das fünfte Wort im Vers, das 231. Wort im Kapitel, das 811. Wort im dritten Buch Mose. Ja, okay. Im zweiten Buch Mose, dritten Kapitel. Das bedeutet das. Das ist die Summe. Die Vers, Kapitel und Buchwortstellen des ersten Ich Bin ergibt 531, 1047 und das ist 3 mal 49. Okay? Ja. Die Summe der drei Verswortstellen von Ich Bin in Exodus 3,14 ist 231, 233, 239, ergibt 703. Dies ist der Zahlenwert der letzten beiden Wörter von Genesis 1,1. Das heißt, und du die Erde. Das ist immer wieder, wo es heißt, Gott schuf Himmel und Erde. Da ist ja der Akkusativ dazwischen. Dieses Ad. Normal wird es nicht übersetzt. Da heißt es immer, wen, den Himmel und wen übersetzen die die Erde. Aber dort dieses Ad ja auch das weibliche Du ist im Hebräischen. Habe ich das jetzt violett gemacht? Weil Erde wiederum ja heißt ja erwecktes Wissen. Erwecktes du bist dein eigenes erwecktes Wissen. Siehst du, das kommt jetzt gleich so machen, dann sieht es noch besser aus. Das heißt, das rote Ich braucht ja ein blaues Ich, um Wissen zu erwecken. Und die zwei zusammen sind dann das violette.
Ja. Und zwar dieses und du hat den Wert 407 und die Erde, das erweckte Wissen 296, macht 703, die Zahl 703 ergibt im Faktoren zerlegt 19 mal 37. Das sind nämlich genau 19 mal 37. Sieht es so aus? Ja. Die Summe der drei Wortstellen gibt 25, immer dran denken, Wurzel 25. 5. Plus 5 minus 5 ist HBH. Mhm. Kann auch als 19 plus 6 ausgedrückt werden, dann haben wir 19 innen und die 6 außen drum. Das ist der göttliche Spiegel mit den 6 Spiegelungen, beziehungsweise das sind jetzt die Perspektiven. Ich habe jetzt so viele Möglichkeiten, mir das auszudehnen. Mhm. Im absoluten Mittelpunkt des allmächtigen Gottes, das habe ich jetzt rot geschrieben, Ani El Shaddai rot. Das heißt, im absoluten Mittelpunkt des D 28 bzw. des H 541 befindet sich die 181. Mhm. Da sind wir so oft schon drauf eingegangen, weiter vorne. Die Zahl 181 ist auch der Zahlenwert des griechischen Wortes für Frieden. Mhm. So wie wir es im Römer 2,10 zum Beispiel geschrieben finden. In dieser 181 herrscht absoluter Frieden, die Frucht des Paradieses. Das ist genau der Punkt. Ja. Ich glaube, lassen wir es gut sein. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt, was noch kommt. Können wir auch noch mal kurz schauen. Das ist jetzt Jeremia. Da heißt es dann in dieser Zeit, das ist Beet, Zeit, dieser, das heißt dieser, das schreibt man praktisch im Hebräischen, in Zeit, dieser, in dieser Zeit, das ist dieses übrigens lateinisch, der Dach, der erwacht, der ewige Alldach, wird man rufen, ich habe jetzt das extra rot geschrieben, zu Jerusalem drohen Jahwe. Das ist jetzt wortwörtlich übersetzt. Und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens JHWH in Jerusalem, und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Und wer wird zu dieser Zeit auf den Thron des Jahwe sitzen? Dies wird in den ersten 6 Worten von Jeremia 3,17 offenbart. In dieser Zeit wird man rufen, Thron Jahwe. Siehst du? Ja. Der gesamte Vers, also dieser Abschnitt, hat 1533 den Wert. Mhm. Das kann man lesen als 15 ist Ja und seine Welle. Oder JHGL. Ja. 1533. Die Summe aller möglichen Teile dieser Phrase ist 2368. Fragen? Falls du es noch nicht begriffen hast, das ist diese Phrase hier. In dieser Zeit wird man rufen, ich mache jetzt extra das alles rot, zu Jerusalem, Thron Jahwe. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Hier, das hat genau den Wert 1533. Die Summe aller Teile, es geht immer um den Hintergrund und den arithmetischen Hintergrund. Ich erzähle dir jetzt etwas. Das ist ein arithmetisches, gezipptes Programm, das wir jetzt entfalten. Das aufbaut auf reiner Arithmetik, nicht auf Mathematik. Da ist das große Problem mit dem Wurzel, mit der Wurzel, wo ich sage. All die ganzen physikalischen Formeln, sobald du eine Zahl hast, der Fehler beginnt eigentlich schon mit der Infinitesimalrechnung, das sind Diffusionen durch Null. Ja. Ja, ja. Wo man eine Seite weglässt. Man lässt immer das Wesentliche weg. Das ist das, was die Menschen, die religiösen Menschen Gott nennen, den sie sich ausdenken. Ein existierender Gott ist kein Gott. Gott ist die Quelle, aus der alles entspringt, etwas nicht sein können, das weiß ewig ist. Alles Existierende, Existere ist nicht ewig. Was existiert, was auftaucht, wird auch mit dem nächsten Gedanken wieder verschwinden. Das ist ja genau das, was die Naturwissenschaft absolut ablehnt, aus nichts kann nichts kommen, da muss das der Materie da sein. Erst dann kann was entspringen. Aber wo kommt die Materie her? Aus dem, der sich Materie ausdenkt. Genau. Wenn du nur auf das vertraust, was du überprüfen kannst. Und überprüfen kannst du nur das, was existiert. Schwingend, über dir sind deine Gedanken, wenn. Mhm. Okay?
Und es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du etwas nicht anschaust, oder ich drück's anders aus, das, was du nicht anschaust, existiert für dich auch nicht. Mhm. Und der Glaube, dass das auch dann da außen ist, wenn du es nicht anschaust, das als hundertprozentig sicher zu betrachten, ein unheimlich wichtiger Satz, ist Geistlosigkeit. Mhm. Weil dann weißt du nicht, was 100% sicher bedeutet. Genau. Und wenn du jetzt an Gedanken denkst, egal an was du denkst, und du glaubst, dass das, was du denkst, der Gedanke selber, wird ja zu einer Information. Mhm. Wenn du an was denkst, ob das jetzt nur ein Wort ist, das du denkst, du sagst jetzt meinetwegen, du denkst an das Wort Osterhasen, dann existiert in dem Moment das Geräusch Osterhasen in deinem Kopf. Zu glauben, das Geräusch existiert auch noch dann, wenn du das Wort Osterhasen nicht denkst oder aussprichst. Ist klar. Das ist dumm. Aber jetzt mach aus dem Wort Osterhasen, kannst du jetzt ein Bild machen in deinem Kopf. Zu glauben, dass das Bild auch noch dann existiert, wenn du es nicht mehr denkst. Dasselbe gilt auch für jede jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung, die du auf der Farbbrille hast. Ja. Es ist natürlich im Meer rot geschrieben noch da, geschlossene Schöpfung. Ich sage, wenn du jetzt an deinen Computer denkst, jetzt erschaffe ich was, jetzt denk an deine Festplatte, die war die ganze Zeit nicht da. Jetzt frag dich wirklich, inwieweit glaube ich, dass meine Festplatte in meinem Computer auch dann drin ist und dass dieser Computer, den ich jetzt denke, auch dann existiert, wenn ich nicht dran denke. Das ist Materialismus. Ja. Wie sieht es aus, wenn du träumst? Dann existiert immer nur das, was als Information in dir auftaucht, was zu existieren beginnt. Aber all das, was in dir auftaucht, ist natürlich auch in dir drin, wenn du nicht dran denkst, aber es existiert nicht. Mhm. So wie deine Festplatte nicht existiert, wenn du dir einen Film anschaust, obwohl sie ja da sein muss, weil es muss ja die Einzelbilder, die auf dem Bildschirm auftauchen, müssen ja irgendwo herkommen. Mhm. Die kommen aber in dem Moment aus etwas Nicht-Existierendem. Ja. Weil die Festplatte oder die Datei ja erst dann wieder existiert, wenn du an sie denkst. Genau. Es kann also durchaus was da sein, DA geschlossene Schöpfung. Rot geschrieben als 470 gelesen. Kann man das ja auch lesen, ein geschlossener Augenblick. Das ist aber dann die Quelle, die geschlossene Quelle, unser Ihn. Ja. Und wenn wir es blau machen, wird es zu einer geöffneten Schöpfung, beziehungsweise zu einem geöffneten Augenblick. Der Augenblick wiederum, AGN, ist ein Beckenblick. Und dann haben wir wieder zwei, weil wir ja einen Unterschied brauchen. Das symbolisiert die Welle. Okay? Mhm. Die von dir Geistesfunk ausgedachte Stadt Jerusalem, das ist immer das Prinzip mit Rot-Blau, ist stark mit der Erde verbunden. Die Tatsache ist im Zahlenwert des Wortes Jerusalem verborgen bzw. offenbart. Der Zahlenwert 586 ist 1 mal 2 mal 293 die Summe aller möglichen Teile von 586. Aber 1 plus 2 plus 293 ist 296. Und das ist der Zahlenwert von der Erde. Das heißt, geöffnete Berechnung, die erhebraisiert, heißt die Generation von erwecktem Wissen. Und wer erklärt dir das jetzt? Der uns ausdenkt. Der zu dieser Zeit auf den Thron von Jerusalem sitzt. Aber rot geschrieben, nicht das ausgedachte Jerusalem. Der hier. Und der hier ist niemals ein Gedanke. Ich weise darauf hin, der ist rot geschrieben. Ja. Das sieht dann nur so aus. Hebräisches Wort für Jerusalem, 586. Das ist übrigens die Quintessenz, ist, müssten wir jetzt noch dazu schreiben. Die Quintessenz ist UB. Mhm. Und die 296, das ist die Erde. Die Summe aller möglichen Teiler, das nenne ich SD 586 von Jerusalem, enthüllt jedoch noch mehr. Die Summe aller möglichen Teile von 586 ist 1, 2, 2, 93, 5, 86. Das gibt 882. 882 ist 2 mal, 3 mal 7, mal 7 mal 3. Okay. Ist 2 mal 441. Das heißt, 2 mal Emmet heißt Wahrheit. Zwei ausgedachte Wahrheiten. Wir brauchen immer eine positive und eine negative. Ja.
Wir können aber auch lesen, diese 882 sind 2 mal 21 mal 21. Mhm. Das ist, ich bin mal, das habe ich jetzt blau gelesen, nicht mal von Gott rot, gegenüberliegend und beschnitten, ich bin. Mhm. Dieses Ich bin blau ist ich Mensch. Ja. Können wir da mit reinschauen? Ich hoffe, ich krieg's nur dann klein. Das ist wie gesagt mein Manuskript. Schaut doch, was ich noch nicht mal habe ich das veröffentlicht. Das sind so kleine Spielereien. Ich Mensch. Okay. Mhm. Das heißt, ich Mensch bin, mal ich Persona bin. Und dieses mal so geschrieben heißt gegenüberliegend und beschnitten. Baff. Weil ich denke mich ja, wenn ich an meinen Körper, meine Person, den denke ich ja über, denke ich mich ja aus. Oder 2 mal 21 mal 21 und das ist ich bin, mal ich bin. Da müssten wir jetzt dieses Mal mal von Gott. Ja. Vom Nichts lesen. Das ist hier die geistreiche Frage. 32 ist übrigens Leb. Ich sage immer, auch hier gilt dasselbe System, jede Seite, alles, darum habe ich das immer kurz bloß angesprochen, weil meine ganzen Schriften, all die Ohrenbohrungen haben dasselbe System im Hintergrund, wie alles das im Hintergrund hat. Das ist jetzt, weiter habe ich noch nicht gesetzt. Und das ist natürlich sehr trügerisch, wenn du immer wieder reingehst, dann springe ich jetzt gleich heute Morgen. Ich will nur so die Unachtsamkeit machen, so eine Kleinigkeit. Da kriege ich hier ein Video über Solipsismus. Das spiele ich gar nicht an, da ziehe dann über den Solipsismus her. Okay? Und dann schreibe ich, was ich ganz selten mache, es ist vollkommen richtig, was dieser Pixel-Idiot behauptet, wenn man wie er von einem blauen Ich ausgeht, das behauptet, ich bin der Einzige, der existiert. Ich gehe in den Ohrenbohrungen gewaltig auf den Solipsismus ein. Die Schwierigkeit ist mit dem Solipsismus, dass die immer meinen, früher hat es übrigens im Mittelalter jetzt ausgedacht, hat man da Egoismus dazu gesagt, statt Solipsismus. Kannst du nachlesen in deinen Büchern, überprüf es. Das war früher, Solipsismus hat man nur Egoismus genannt. Dieses Ich, das total sich überaufbläst. Ein wirklich solipsistisches, unveränderliches, immer seiendes rotes Ich kann als rotes Ding an sich nicht existieren. Das ist der wirkliche Solipsist. Der Solipsist, von dem ich rede, ist der träumende Geist. Und ich sage jetzt immer wieder natürlich nicht der träumende Geist, den du dir jetzt ausdenkst, sondern der, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Ja. Der natürlich auch nicht, sondern der, der sich jetzt an ausdenkt, der sich an träumenden Geist ausdenkt. Ein Solipsist kannst du nur sein, wenn du immer bist. Im Meer. Dann bist du zwangsläufig Gott. Was ausgedacht ist, ist immer vergänglich, ist niemals solipsistisch, weil schon die Tatsache, dass ein Gedanke eine Gedankenwelle ist und der schon aus zwei besteht. Solipsismus ist eins. A-I-N. Etwas Nicht-Existierendes. Okay? Ja. Und das heißt, ein Solipsist kann nicht existieren. Ausgedachte Solipsisten bei eigener Definition sind wirklich Spinner. Und ich erkläre jetzt das deshalb, weil hier interessant, jetzt sind wir raumzeitlich ganz bewusst. Du siehst jetzt hier einfach ein Nickname und jetzt gehst du davon aus, dass das, was jetzt in dir auftaucht, irgendwer in der Vergangenheit geschrieben hat, so wie du davon ausgehst, dass dieses Video irgendwann einmal in der Vergangenheit vom Holger und vom Udo gemacht wurde. Es ist schon da gewesen, bevor du es jetzt denkst. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist in dir drin. Und alles, was noch in dir auftauchen wird, ist jetzt auch schon in dir drin. Das ist der große Unterschied. Auf jeden Fall, ich lese das einmal schnell. Ja, und es gibt auch noch eine B-Seite davon, also von diesem Vortrag, diesem Pixel-Vortrag. Doch ich frage mich gerade ebenso, weshalb du den gleich so verurteilst. Und dabei sofort davon ausgehst, dass er ein Pixelidiot bei eigener Definition wäre, da er ja deiner Ansicht nach in seiner Rede über Solipsismus noch von einem blauen Ich ausgehen würde.
Der spricht und warnt bei genauer Betrachtung doch lediglich davor, was als Resultat so alles für ein wahnsinniger Haufen Mist dabei rauskommen kann, sobald man hinsichtlich des Themas Solipsismus eben nur von einem Blaunicht ausgeht. Dafür gibt es in seinem Vortrag, war ja nur ein kleiner Ausschnitt davon, da die Gesamtvortrag ca. 8 Stunden, über 8 Stunden geht, genügend Anhaltspunkte, auch wenn diese sie ihm als Marc Bassio namens in jeder Zeit austauschbar durch seinen Namen jetzt so noch nicht alle bewusst erschließen mögen. Das sind Worte. Okay? Jetzt antworte ich ganz kurz, was ich normal nicht mache, aber es juckt mich immerhin die Finger. Ausschnitt, doch ich frage mich gerade ebenso, weshalb du den gleich so verurteilst und dabei sofort davon ausgehst, dass er ein bisschen Idiot bei eigener Definition wäre. Ich, UB, verurteile niemals einen Gedanken. Du unbewusster Geistesfunk, genauer du Brösel vorm Computer, verurteilst die 2 Brösel in deinem roten Kopf, die du dir als Leser, praktisch sich selber, ich frage mich blau und Schreiber, dem Brösel Udo, der das angeblich geschrieben hat, ausdenkst. Diese beiden werden jeweils das über den Pixel-Idioten denken, was du Geistesfunk denkst, dass sie denken. Der, der du zu sein glaubst, denkt etwas und wenn ich einen Kommentar gebe, glaubst du, der Udo denkt es. Wie viele tausende Mal habe ich darauf hingewiesen, dass jeder Mensch, den du dir ausdenkst, wird das denken und so sein, wie du ihn dir denkst. In Wirklichkeit sind aber Gedanken einfach nur Gedanken. Das sind Kisten, wo du bestimmst, was die denken oder was die nicht denken, was die glauben, was die nicht glauben oder wie die sind. Darum schreibe ich 6 Sätzen. Du hast das Wesentliche in dir, dass wir selbst sind. Wirklich nicht verstanden. Wie viele tausendmal habe ich schon angesprochen, wenn du irgendwas liest, ob das eine Zeitung ist, das Einzige, was in dem Moment existiert, ist ein Fetzen Papier mit Buchstaben drauf oder irgendwas, Geräusche, die in dir auftauchen, wenn du ein Video anhörst und du machst aus diesen Worten Vorstellungen. Und die Vorstellungen werden so sein. Du wirst definieren, wo das herkommt, wo die Worte jetzt herkommen, wo das Video jetzt herkommt. Immer die Vergangenheit. Wohlgemerkt die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst. Halt. Teilen beenden. Das ist das Problem. Bewusstsein, sich jeden Moment bewusst zu sein, was jetzt da ist. Und dann schauen, das Spiel der letzten Selbstgespräche. Jeder Moment, den dir auftaucht, ist ein Reizauslöser. Mhm. Und du wirst auf jeden Reiz reagieren, selbst wenn du über was nachgrübelst. Das heißt, es ist ein Reizauslöser, die Welle besteht aus einem Reizauslöser und der Reaktion in einem Gedanken, weil das ja jetzt ist. Die kommen ja nicht nacheinander, Reizauslöser, Reaktion, es ist ja gleichzeitig. Und in dem Moment, und jetzt kommt die Verwandlung zu den 4 Seiten, in dem Moment, wo der Reizauslöser vorne ist, ich mache es mal so, dann taucht, verschwindet der und da legt sich jetzt praktisch deine Reaktion drüber. Aber dieselbe Reaktion ist auch wieder ein Reizauslöser. Mein Beispiel, wo ich sage, Reizauslöser ist das Gefühl Hunger. Das Gegenteil, die Reaktion ist, dass du dir denkst, ich habe einen Hunger. Aber es ist ja nichts als das Gefühl da und dann denkst du dir, ich habe einen Hunger, da ja die Gnade sich jetzt und vor allem ist es gleichzeitig. Jetzt ist aber diese Reaktion, dieser Gedanke, ich habe einen Hunger, schon wieder auch ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, ich muss in die Küche gehen und mir Brot machen. Alles gleichzeitig. Das ist immer, und es ist immer jetzt, weil die Datei unten jetzt gleichzeitig ist. Ja. Wie oft habe ich Sachen durchgespielt, wenn du dich wirklich beobachtest? Das geht um Welten über das, was man Meditation im asiatischen Sinne nennt, wenn die sich hinsetzen und dann kommen wir so von den Meistern, die setzen, so mind is a monkey. Das ist wie praktisch, das sind Äffchen, sind Monkeys, so minds are monkeys. Das sind wie Äffchen, die in einem Baum sitzen und die springen da hin und her und dann ist nochmal ein Äffchen abseits, das abseits steht. Und beobachte die Äffchen, wie sie hin und her springen. Setz sie für das Wort Äffchen Affinitäten. Mhm. Und die springen hin und her. Und eine Affinität beobachtet es. Ist aber auch eine Affinität. An was denkst du, wenn du an dich denkst?
Egal, an was du denkst, das bist nicht du. Wenn du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe, der schaut. Aber der, der schaut, ist jetzt was Ausgedachtes. Und was Ausgedachtes kann nicht sehen, das kann nicht spüren, das kann nichts empfinden. Jetzt frag dich einmal, wenn du das Holger-Programm hast. Ich spreche jetzt den Holger gezielt an. Das Holger-Programm, ich spreche immer denselben Geist an. Ich spreche den Geist an, der sich das ausdenkt. Der, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst, ist nur ein anderes Programm. Es ist aber derselbe Geist. Weil du denkst dir nämlich den Holger genauso aus wie dich selbst. Das, was du zu sein glaubst. Oder den Udo. Oder ein heliozentrisches Weltbild. Wo war jetzt die ganze Zeit das heliozentrische Weltbild? In der Jetzt frage ich geschlossenen mich wieder, Tür. hast du eigentlich geatmet, während du jetzt zugehört hast? In dem Moment, wo ich dich schon frage, denkst du automatisch zumindest rudimentär an deinen Körper. Da bin ich so drauf eingegangen. Und das ist die wirkliche Meditation, sich bewusst zu machen, was in dir abläuft. Ich bringe mal noch mal ganz kurz ein Beispiel. Das haben wir sehr oft durchgespielt. Und zwar formuliere ich jetzt das anders. Ich sage jetzt normal zu dem Trockennasenaffen mit deinen Körpern, ich nenne das immer normal gesprochen, das ist deine Logik, so wie man halt spricht von Affe zu Affe, sage ich, du setz dich jetzt einfach mal hin. Würde ich als Udo normal in meiner Höhenebene gar nicht sagen, weil ich mich ja mit Gedanken von mir nicht unterhalte. An was denkst du, wenn ich zu dir du sage? Denk das schöne, zigfach wiederholte Beispiel in dem Weißenbuch-Vortrag. Mit diesen 201 Menschen in dem Saal, die wir uns jetzt ausdenken. In jedem Kopf ist andere Information. Aber all diese Informationen existieren in dem Kopf von dem, der sich die 200 ausdenkt und bestimmt, was in den Köpfen drin ist. Der auf der Bühne sieht 200 Gesichter vor sich, die meiste Zeit. Die in der ersten Reihe sehen, die im Saal sehen in der Regel vor sich was anderes. Jeder Einzelne. Die in der ersten Reihe sehen die meiste Zeit nur ein Gesicht, weil sie den Sprecher auf der Bühne anschauen. Und umso weiter du weiter hinsitzt, hast du auch Hinterköpfe vor dir. Die natürlich auch nur existieren, wenn du die anfokussierst. Wenn dir das bewusst ist, wenn sie auftauchen. Zu glauben, dass du die ganze Zeit siehst. Du siehst nur das, was existiert. Das ist immer, wenn ich sage, wenn du mit dem Auto fährst, die meiste Zeit existiert deine Windschutzscheibe gar nicht. Das ist das Lügenhafte, wo jeder Materialist hundertprozentig sicher ist, dass er von der Erdkugel ist, die zuerst einmal erst dann existiert, wenn er sie denkt. Dann ist aber ist er nicht auf der Erdkugel, sondern die Erdkugel ist in ihm drin. Es ist seine Information. Und wenn er sich jetzt eine Erdkugel ausdenkt und denkt sich selbst auf die Erdkugel, das sind ausgedachte Dinge, die sind alle in ihm drin. Das ist hundertprozentig sicher. Schreibt dir sogar der Materialismus vor. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Bis Wenn das ich das verstanden aufhöre, in ist. deinem Kopf zu wiederholen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst ausgelöscht, weil du bloß ein Gedanke bist, wo ich sage, da ist Hopfen und Malz verloren, oder du hast es selbst verstanden, dass du ich bist. Und jetzt mache ich habe einen Frosch im Hals, und jetzt mache ich das Beispiel nochmal, ich formuliere es anders, dass ich jetzt normal sage, du setzt dich hin und du denkst jetzt nacheinander an 30 Gegenstände. Da bin ich oft drauf eingegangen. Ich will nur erwähnen, so habe ich das noch nie gesagt. In meinen alten Erklärungen habe ich gesagt, du denkst nacheinander an 30 Worte und dann machst du aus den Worten kurze bildliche Vorstellungen. Da bin ich schon einen Schritt vorher gegangen. Wenn ich sage, du denkst nacheinander nach 30 an 30 Gegenstände, wenn du jetzt in der asiatischen Meditation bist, dann wirst du dich hinsetzen und du wirst an einen Apfel denken, an einen Apfelturm denken, an ein Auto denken. Dann beobachtest du dich aber nicht wirklich richtig. Weil du wirst nämlich feststellen, dass das Erste, was in dir auftaucht, nämlich der Gedanke ein Wort ist. Apfel. Und ich habe gleich von vornherein schon gesagt, du denkst erst an 30 Worte und machst dann aus den Worten für 2, 3 Sekunden eine Vorstellung. Das ist sehr trügerisch, weil ich schon wieder von chronologischen Zeitfenstern spreche. Das heißt, du denkst, in dir taucht das Wort Apfel auf und dann stellst du dir für 3 Sekunden einen Apfel vor, dann taucht das Wort Alphaturm auf. Ich benutze immer, ich betone es auch dieselben Beispiele, dass du merkst, vielleicht einmal irgendwann, wie oft ich das schon wiederholt habe, dann stellst du dir kurz den Alphaturm vor und so weiter und so weiter. Und du wirst feststellen, dass das, was in dir auftaucht, niemals ein Gegenstand ist, sondern das erste ist das Wort. Im Anfang war das Wort. Und du kannst dann, wenn du willst, aus dem Wort eine bildliche Vorstellung machen. Ich rede jetzt nur von dem feinstofflichen Bereich. Magst du aber die meiste Zeit nicht.
Ich behaupte, dass weit über 90% deines Denkens, wenn du über was nachgrübelst, im Alltag, du nur mit den Worten arbeitest, ohne die Worte zu verbildern in deinem Kopf. Ich putze jetzt mein Fahrrad. Stellst du dir dann das Fahrrad bildlich vor? Nee. Wenn du sagst, jetzt gehe ich in den Keller und dann putze ich mein Fahrrad. Das ist, jetzt geht's in den Keller, ich werde jetzt mein Fahrrad machen. Ich habe zwar keinen Bock drauf. Das sind nur die Worte da. Du könntest jetzt das Fahrrad dir bildlich kurz vorstellen, im Gedanken. Stimmt, ja, aber mache ich und so magst nicht. Du nicht. Das normale nee. Denken, auch ein Brot, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Küche und mache mal Brot, denkst du weder irgendein Einzelbild von der Küche, noch denkst, stellst du dir das Brot vor. Das kommt erst, wenn du dann das unmittelbar im Jetzt machst. Ja, wenn ich sehe, dann dann wirklich. gehst du aber auf die VR-Brille und bei der VR-Brille Ja. ist es wieder umgekehrt, da siehst du Bilder, du könntest aus all diesen Bildern Worte machen. Und wenn Genau, du was ja. anschaust, sagst du nicht, was ist mein, du denkst nicht an das Wort Fahrrad, wenn du dein Fahrrad anschaust. Stimmt. Obwohl du an das Wort Fahrrad denken könntest, wenn du das siehst auf der VR-Brille. Ja, mache ich aber Und nicht. wenn du jetzt nur an dein Fahrrad denkst, mein Fahrrad, machst du aus dem Wort Fahrrad kein Bild. Du könntest ein Bild draus machen, feinstofflich im Gedanken, machst du aber nicht. Wir haben immer die perfekte Spiegelung. Ja. Das ist nur ein Ansatz, dass du das verstehen musst. Aber selbst hier solltest du jetzt asiatische Meditationstechniken, egal von einem Osho, von einem Sai Baba mit Schreibtherapien, all diesen ganzen esoterischen Kack ausprobieren. Das funktioniert nicht. Holofeeling ist vollkommen. Das ist, wo ich immer wieder sage, wenn sie sich die ESOs, die wir uns jetzt ausdenken, auch andere Namen geben. Wieso machen die das eigentlich? Ganz einfach, das doch mal, weil du dir das ausdenkst. Hast du schon den Zustand, dieses ganz wichtig, ich nehme alle Schuld auf mich? Das ist kein Akt von falsch verstandener Demut, sondern von Selbstbewusstsein. Und jetzt kommt das große Problem, um das abzuschließen. Und jetzt schau mal, an wie viele Menschen du denkst, wo ein richtiger Hass in dir hochkommt. Oder Verzweiflung oder Traurigkeit in dir hochkommt. Weil die so schlimm sind, so dumm sind, so unverbesserlich, so uneinsichtig sind. Und dann geht es da richtig schlecht. Wie krank bist du eigentlich, dass du dir Sachen ausdenkst, die genauso sind, wie du sie dir ausdenkst und die so sind, weil du dir die so denkst? Und das den und regst dich Torwerfel dann bloß drüber auf. Die Sachen, die du dir ausdenkst, die Menschen, die du dir ausdenkst, die können nicht anders sein, wie sie von dir jetzt gedacht werden. Egal wer es ist, ein Putin, ein Trump, Politiker, Hater, böse Menschen, egal, egal was, was du dir jetzt ausdenkst, du denkst doch jetzt dran. Das kann jetzt sein, dass es direkt selbst aus dir auftaucht oder dass du einen Reizauslöser benutzt, am fetzen Papier, wo Worte drauf gespritzt sind. Oder du glotzt einfach nur auf eine Glasplatte mit flackernden Lämpchen. Das ist das Einzige, was in dem Moment da ist. Alles, was dann passiert in deinem Kopf, machst du selber aufgrund von unbewussten Reaktionen. In Maßsetzung des Programms, das du mein Wissen, meinen Intellekt nennst. Blauer Mensch, ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt, es geht mir nicht in keinster Weise um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Bei Holofeeling dreht sich alles um den einen, der sich die ausdenkt. Auch jetzt, es geht um den, der sich jetzt und Holger und Udo und sich selbst ausdenkt. Und natürlich jetzt aufgrund meiner Worte vielleicht dann irgendwelche Demonstranten oder Politiker oder was auch immer. Wieder aufgrund von Worten. Und das Einzige, was ich von dir fordere, dass dir jeden Moment bewusst ist, was jetzt in dir abgeht. Du sollst nur schauen. Um zu schauen, brauchst du kein Wissen. Was sein muss, du musst Selbstbewusstsein sein. Du musst es sein. Solange du noch glaubst, dass man Bewusstsein besitzt, dass irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, Bewusstsein besitzen. Da ist ein Bewusstsein dort, das bist du selber. Du bist die Quelle für das, was du dir ausdenkst. Und dann doch wieder eine ganz weite Quelle, könnte ich sagen, ist dein Intellekt. Ist jetzt die Quelle der Intellekt oder ist die Quelle du selbst? Ich selbst. Nein, weil du selbst bist nichts. Und jetzt merkst du wieder, das haben wir schon wieder eine Polarität. Ah ja, okay. Ich sage immer wieder, der Computer ist die Quelle für die Bilder. Das stimmt nicht, das sind die Dateien. Aber jetzt kommst du in das große Prinzip der Trinität, dass das eine ohne das andere eigentlich nicht funktioniert. Und genau. Ich habe jetzt gesagt, der Trinität beim Computer haben wir ja nur zwei. Wir haben die Bilder, die du sehen kannst oder die Geräusche, die er erzeugt, die eindeutig der Computer erschafft. Genau genommen erschafft es das Betriebssystem. Nicht die Programme erschaffen nichts. Die Programme sind nur Regelsysteme,
Was das Betriebssystem muss das dann verwirklichen? Du musst ja immer, wenn du ein Programm installierst, muss das kompatibel sein, es muss auf diesem Betriebssystem laufen können. Ja. Betriebssystem sind nur Regeln und Daten. Programme sind Regeln und Daten. Entschuldigung, die Programme, richtig, die Programme sind nur das Regelsystem und die Daten, die dann aber von dem Betriebssystem zu Bildern und Geräuschen gemacht werden. Ich könnte jetzt wieder auch, da kann man so unterschiedlich stufen, dass man so ein Programm ist in große Religionen und die verschiedenen Programme sind dann die ganzen Sekten. Das Christentum läuft ja im Großen und Ganzen, alle Christen, ob das Katholiken, Protestanten, Zeuge Jehovas sind, die haben ja eigentlich als Grundprinzip, das heißt doch mal immer die Heilige Schrift. Jetzt im Arabischen, die Moslems haben ihren Koran. Wie viele Sekten, wie viele islamische Sekten gibt es? Das sind nur unterschiedliche Programme, die aber immer im Hintergrund eigentlich denselben Komplex haben, der das verwirklichen kann, wo eine gewisse Kompatibilität da ist, aber es sind immer bloß Teilbereiche. Und Holofeeling ist allumfassend. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist ein Betriebssystem, das egal was du rein tust für Datei, egal welches Programm du laufen lassen willst, du klickst drauf und es läuft. Ja, kein Syntax-Error. Das ist das, du kriegst, wenn du Holofeeling installiert hast. Mhm. Da ist nichts mehr richtig oder verkehrt, es ist einfach nur Facetten von Facetten von Facetten, die vorgestellt werden können ohne irgendeine negative oder positive Reaktion. Ich sage, es ist einfach, egal was in dir auftaucht. Ein Bild ist ein Bild. Ja, ja. Und es taucht immer jetzt in dir auf. Den Weißenbuch-Vortrag, ich habe das so oft drauf hingemacht, da habe ich viele Beispiele mit den Bildern. Es geht jetzt schon wieder los mit Tenet, Kinofilm, diese Zeitumkehr. Da gibt es unendlich viel darüber zu erzählen, diese Spiegelung in der Spiegelung. Das ist bei Filmen, fällt es im ersten Moment gar nicht auf. Da musst du sehr, sehr genau hinschauen, auch wenn die jetzt den ersten Kampf oder die ersten Kämpfe sind, dass das so eigenartig aussieht. Ja. Das Problem dabei ist das Eigenartige, dass hier praktisch der Kampf, wenn ich den Rückwärtslauf lasse bei Filmsachen. Ich sehe natürlich hier, wenn ein Auto rückwärts fährt, fährt es rückwärts. Das ist ungewohnt. Und wenn du dich erinnerst, hier, wie wir in den Tenet waren, am Ende die Kampfszenen, dass mir die zwei Zeitachsen, da laufen welche vorwärts und welche rückwärts an Soldaten. Ja. Und dann sind Explosionen, das explodiert und unmittelbar daneben implodieren Explosionen. Weil das Plus und das Minus beide Zeitrichtungen gleichzeitig da sind. Mhm. Aber alle Erklärungsmodelle, die du lesen kannst, bauen immer noch auf den chronologischen Denken auf. Ja. Und mit Holofeeling ist es, die Lösung ist immer so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. So wie du dich irrst, solange ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und in dir ist drin, ich kann ein Quadrat nicht mit drei Strichen zeichnen, dazu brauche ich vier Striche. Das ist richtig. Ich sage, alles ist richtig. Es ist ja blöd zu glauben, man könne ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Merkst du jetzt diese Schizophrenie, wo dazwischen hängt? Was machst du aus den Sätzen? Zeichne. Mach einfach die erste Hilfe. Zeichne ein Quadrat. Und da müsst ihr eigentlich kommen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Ja, genau. Und ein alter Satz, den ich seit über 20 Jahren predige, all deine persönlichen Probleme und die Probleme der ganzen Welt, die du dir ausdenkst, das sind nämlich deine persönlichen Probleme. Die Corona-Krise, die CO2-Krise, egal was, es sind deine Probleme. Probleme heißt das Vorgelegte. Ich lege dir das in deinem Traum vor, in dieser Führerscheintraumwelt. Es sind nicht die Probleme der Menschen, die du dir ausdenkst. Selbst das ist dein Problem, wenn du denkst, dass die da Probleme damit haben. Weil dann denkst du dir Menschen aus, die nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Und du denkst dir jetzt, dass die Probleme haben. Was letztendlich nur deine Probleme sind. Und so unglaublich das wieder klingt, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Sofort überprüfbar, auf der Stelle. Ja, ja. Es sieht doch jedes Kind, dass etwas, was ich nicht anschaue, nicht existiert. Stimmt. Ein Kind sieht es vielleicht noch. Das macht sogar die Augen zu und sagt, jetzt ist die Welt weg. Mhm. Wenn du wo nicht hinschaust, ist es für dich nochmal. Dann kann man es natürlich noch denken, aber wenn du es nicht denkst, ist es auch nicht.
ich wiederhole wie in einer Endlosschleife, tausende Male. Deine Logik, das Geschwätz vom Zweiten ist so mächtig, wenn dir was logisch erscheint, du hebst die Logik über die hundertprozentig sicheren Tatsachen. Ja, ist so. Selbst in deiner logischen Definition, was ein Faktum ist. Und jetzt kann ich wieder sagen, 99,9% der naturwissenschaftlich hundertprozentig sicher bewiesenen Fakten sind Lügen. Es sind Hirngespinste, die durch eine anerzogene Logik in den Köpfen derer, die mit diesen Scheißdrecks, Scheiß ist Exkremente, Dreck. Was löst das Wort Scheißdreck in dir aus? Ein Scheiß ist ein Exkrement und DR heißt die geöffnete Berechnung in einen Eck. DR heißt Generation. Und jetzt sind wir wieder in unseren Üben 3 und Üben 3. Reflexion von Reflexion von Reflexion. Jetzt denke ich mir einen Schlegel aus, der hat 1801 geschrieben, ein Deutscher, denke ich mir jetzt aus, denn das schaffen wir jetzt, in der Vergangenheit war nie was, dass das Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen sind. Schlegel Transzendentalphilosophie nachlesen. Und er sagt, die in die Irre führende Betätigung des Intellekts, ist übrigens auch ein Leben von mir, da ist schon reines, absolut in einfachem Deutsch reines Holofeeling drin. Ist ja klar, ich habe ja die Möglichkeit, mit so einem Schlegel zu denken ins 1801, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der, den ich mir denke, jetzt natürlich, immer alles jetzt, der wird das denken oder geschrieben haben, was ich mir denke. Holofeeling steht über allem. Das ist der Haar-Hintergrund von allem, was überhaupt denkt. Der Quellmatrix-Code, wie ich das gerade genannt habe. Die philosophisch, die Verstand, philosophisch ist, darf man das eine verkehrte Bezeichnung dazu, habe ich mich jetzt versprochen, die in die Irre führende Betätigung deines Intellekts, deines Verstandes, kannst du nur dann überwinden, wenn du einen Zustand kriegst, dass du dich vollkommen passiv daneben stellst und den einfach denken lässt und das beobachtest, ohne dich einzumischen. Dann hast du dich verändert. Und dann lernst du, wenn du neugierig bist, wie funktioniere ich eigentlich? Und das Wissen ist in dir drin. Vorausgesetzt, du hast jetzt das schon ein paar Mal gehört. Und du wirst immer mit Entsetzen feststellen, dass der Zweite so mächtig ist und dich immer im Alltag immer wieder wegbringt, mit deinen Wünschen. Stimmt. Das ist alles unheimlich logisch, diese zwanghaften Reaktionen. Denk gerade an das Beispiel hier mit dem Pixelmännchen. Wieso ich denn gleich sofort absau? Und das war ja nur ein kleiner Ausschnitt, da muss man die ganzen 8 Stunden anhören. Sie sind Worte, jetzt interpretiere ich die ganz bewusst. Ja. Ich sage, wenn du die Sprache nicht verstehst, siehst du bloß ein Ding und sagst, das kann ich nicht lesen. Hast du andere Informationen? Mhm. Das, was du dir ausdenkst, ist nur nachgeplappert, nachgeäfft. Normale Menschen, Intellekt ist nachäffen. Klingt immer so, wenn ich die Wissenschaftler absau. Ich sau die nicht ab. Das kann ich Gedanken von mir absauen. Ich rede von dem, was ist. Und ich unterhalte mich nur mit einem Allereinzigen, nämlich mit dem, der mich ausdenkt. Und was ich rede, als Brösel Udo jetzt als Lautsprecher, meinst du, der Lautsprecher kann sich raussuchen, was für Geräusche er verursacht? Ob da irgendwelche Schallwellen zu deinem Ohr hingehen? Es existieren weder die Schallwellen noch das Ohr, wenn du nicht dran denkst. Ja. Es ist alles ganz anders. Ja. Doch das jetzt einmal zum Materialisten, der das erste Mal hört. Dann versuch es ihm zu erklären. Solange du noch versuchst, Gedanken von dir irgendwas erklären zu wollen, hast du überhaupt nichts verstanden. Dann betone ich immer wieder, ich erkläre es den, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Egal, was du denkst, wenn du an den Udo denkst. Der sich selbst als Affe ausdenkt. Aber wie leid ich das, wenn man zu ihm Affe sagt? Das ist Schizophrenie. Mhm. Du hast nur einen Feind, das ist dein eigenes Ego. Und alles Leid, das du Geist erlebst, wird einzig und allein von diesem Ego verursacht, nicht von irgendwelchen anderen Gedanken. Weil dein Ego, dein Intellekt ist die Ursache, dass die Gedanken so sind, wie sie von dir gedacht werden. Ja. Dann die Angst vom Alleinsein. Es ist die Angst vom Gottsein. Dann bin ich ja für alles verantwortlich. Ja, wenn du ich bist, ist es so. Und du wirst feststellen, dass das schon wieder eine einseitige Auslegung ist. Jetzt lassen wir es gut sein. Man sieht sich. Ja. Bis gleich. Bis gleich.